بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا كثيرا أحمده وأشكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns al-Ikhlas schenkt fil qawli wal-amal. Und dass er uns al-Qabul schenkt und al-Tawfiq lil-amali salih. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bitte euch inshallah um Verzeihung für die Verspätung. Und ja, inshallah legen wir direkt los. Und ich werde inshallah über die Themen sprechen, die ich im Flyer quasi angekündigt habe. Und ich werde einfach inshallah über ein paar verschiedene Themen kurz sprechen. Und ich bitte inshallah Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das segnet und dass wir inshallah nutzen, davon ziehen. Und jazakumullahu khairan. Okay, ich habe angekündigt als erstes. Nummer 1, Surat Yasin, Surat al-Fatiha zu lesen am Grab oder wenn jemand gestorben ist, ja, für die Toten. Oder während des des Begräbnis. All diese Sachen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa barakatuh. All diese Angelegenheiten, und das machen natürlich sehr, sehr viele Muslime. Und ich sag mal, von der Logik her, sagen wir mal, ist das vielleicht verständlich. Ja, ist es verständlich, dass die Leute in diesem Augenblick, ja, im Augenblick der Trauer und in diesem Zustand, in dem sie sich gerade befinden, ja, weil sie gerade traurig sind, weil sie einen nahestehenden, einen Familienangehörigen oder Freund verloren haben, so ist das vielleicht von der Hinsicht verständlich, ja, verständlich, dass die Leute religiös sind, ja, und dass sie in dem Augenblick Allah subhanahu wa ta'ala, also Hoffnung in Allah, in den Worten Allahs haben und möchten dann in dem Augenblick natürlich demjenigen, der verstorben ist, alles Gute geben, was sie nur können. Und es ist ein Augenblick der Demut, ja, des Begräbnis und alles drumherum. Und deswegen sieht man und hört man und weiß man, dass wenn jemand gestorben ist, ja, im Haus oder in dem, ja, im Haus beziehungsweise in der Wohnung von der verstorbenen Person, ja, da wird nonstop Koran gelesen. Das ist eine Sache, die normal ist in fast allen Ländern dieser Welt. Ja, da wird Koran gelesen. Man versucht so auf diese Art und Weise, ja, sich vielleicht zu beruhigen und Hoffnung und Geduld darin zu gewinnen. Aber auch wollen viele, viele Menschen dadurch dem Toten, ja, etwas Gutes tun. Und so rezitieren sie dann Koran und sehr oft bestimmte Suren. So ist es sehr oft zum Beispiel Suratul Fatiha, ja, Suratul Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, oder zum Beispiel Surat Yasin etc. Und das zum Beispiel auch beim Begräbnis. Ja, so gibt es sehr, sehr viele, die während des Begräbnisses dann Surat Yasin, Suratul Fatiha oder andere Suren vom Koran rezitieren. Ja, ganz ehrlich, liebe Geschwister, wie ich schon sagte, es ist vielleicht verständlich, weil man in dem Augenblick für den Toten das wünscht,
Hoffnung, Vergebung etc., dass man dann demütiger ist, dass man Allah näher ist, dass man reflektiert und nachdenkt und deswegen dann Koran rezitiert. Aber liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, und das hat er jeden Freitag auf der Kanzel, auf dem Mimbar, hat er bei jeder Predigt, und nicht nur freitags bei der Predigt, sondern bei jeder Predigt, die er gemacht hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wie authentisch überliefert in den authentischen Hadith, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, so hat er uns beigebracht, wie wir zu handeln haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt, was wir zu tun haben, wenn wir einen Toten haben, was wir zu sagen haben, was wir machen sollen. Er hat uns das beigebracht. Wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik illa halik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gelassen mit der eindeutigen weißen Botschaft, auf der alles zu sehen ist. Ja? Nichts ist darin irgendwie schwer zu erkennen oder Rumod, wie kann man sagen, zum Beispiel, dass da etwas nicht deutlich ist. Ja? Nein. Ja, dass da irgendwas verschwommen ist. Die Religion ist komplett. Ja, komplett. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht gestorben, bis das die Religion komplett geworden ist. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma, eine der letzten Verse, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa radaytu lakum al-islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vollkommen gemacht. Die ist vollkommen, die ist voll. Fertig. Ja, komplett, von A bis Z. Da fehlt nichts mehr dran. Da kann man nicht mehr was dazufügen oder was wegnehmen. Nein, die Religion ist komplett von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, jede einzelne Sache. Und deswegen, liebe Geschwister, hat uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran selbst die kleinsten Kleinigkeiten beigebracht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, die Sachen, die man normalerweise von der natürlichen Veranlagung schon kann. Ja, wie man zum Beispiel auf Toilette geht, wie man sich wäscht, was man dann sagt, wie man das macht, wie man Beischlaf hat, wie man isst und trinkt. Sachen, die kleine Kinder können. Aber alles hat in der Religion die Rechtleitung von Allah, dass er uns beigebracht hat, wie wir es so machen, sodass Allah damit zufrieden ist und sodass Allah dafür belohnt und sodass Allah das liebt, dass wir es so tun. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir die Sachen, egal in welchem Zustand, immer die Sachen so tun, wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt zahlreiche Hadithe, wie er gehandelt hat, wenn jemand gerade gestorben ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat am Grab gestanden von Muslimen und von Nichtmuslimen. Er hat am Grab gestanden von seiner Mutter, ja, Amina. Er hat am Grab von seiner eigenen Mutter gestanden. Und wie es authentisch überliefert wurde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah azza wa jalla gefragt, darf ich für meine Mutter Bittgebete machen, um Vergebung bitten? Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm verboten. Darf ich zum Grab meiner Mutter gehen? Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm erlaubt. Ja? So genau, liebe Geschwister. Das heißt, du darfst, er hat uns gezeigt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith: Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, fal'an zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Auch kama qala alaihi sallallahu alaihi wasallam: Ich habe euch verboten, zu den Gräbern zu gehen. Aber jetzt erlaube ich es euch, denn es ermahnt euch und erinnert euch an das Jenseits. Ja? So, liebe Geschwister, es gibt zahlreiche Hadithe über das Grab und alles drumherum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er einen Sahabi begraben hat, was hat er gesagt? Er sagte zu den Sahaba, zum Beispiel, dass der Tote die Schritte, die seine Familienangehörigen, die ihn zum Grab getragen haben, auf den Schultern getragen haben zum Grab, die Familienangehörigen hören, der Tote, der schon unter der Erde liegt, er hört die Schritte seiner Familienangehörigen und Verwandte, Bekannte, die ihn zum Grabe tragen. Ja, er hört seine Schritte, er hört ihre Schritte. Er ist unter der Erde. Ja, sie haben ihn dahin getragen, haben ihn unter die Erde gelegt, Erde über ihn geschüttet. Wenn sie weglaufen, wenn sie sich oben bewegen, er hört ihre Schritte. Hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht. Ja, das heißt, wir kennen Einzelheiten um dieses Thema. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er jemals in seinem Leben bei all diesen authentischen Überlieferungen, Koran oder Sunna,
jemals einmal Surat al-Fatiha oder Surat Yasin oder eine andere Sura gelesen? Hat er das? Nein, liebe Geschwister, er hat das nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals Surat al-Fatiha gelesen oder Surat Yasin oder andere Suren am Grab eines Verstorbenen gelesen. Ja? Nicht vorher, nicht während der Beerdigung, nicht während des Waschens. Und wir wissen ganz genau, liebe Geschwister, es gibt keinen Menschen, Wallahi, wa billahi, wa tallahi, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, dessen Sira, ja, dessen Leben aufs kleinste Detail aufgeschrieben ist, aufs allerkleinste Detail, wie er sich gekratzt hat, wie er sich gewaschen hat, wie er geschlafen hat, wie er gegessen hat, wie er aufgestanden ist, wie er gegangen ist, wie er ausgekommen ist, wie er Beischlaf hatte, wie er ins Badezimmer reingegangen ist, alles, aber wirklich alles, wie er mit seinen Feinden war, mit den Kindern gespielt hat oder geredet hat, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, wie er war, wenn er sauer war, wie er, alles, Wallahi, alles ist aufgeschrieben. Zu Hause, draußen, auf der Reise, während der Schlacht, jedes einzelne Detail seiner letzten, besonders seiner letzten 23 Jahre, ja, wo er der Prophet im Prophetentum war, ist alles aufgeschrieben. Ja, was er geredet hat, wie er geredet hat, wie er aussah, wie er. Aber subhanallah, ja. So, und er hat das niemals gemacht. Und er hat niemals dazu aufgerufen. Und seine Sahaba, seine Gefährten, seine Schüler, unsere Lehrer, die uns die Religion überbracht haben, haben es nicht gemacht. Es ist nicht überliefert von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht und auch nicht von Abu Bakr und nicht von Umar und nicht von Uthman und nicht von Ali und von keinem der Sahaba radiallahu anhu, dass sie sowas gemacht haben. Aber es ist überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat zu den Sahaba, er sagte, als sie jemanden begraben haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war da, die Sahaba waren mit ihm, authentische Hadith, er sagte zu ihnen, Ud'u li achikum bithabat wal-rahma wal-maghfira, fa'innahu al-ana yus'al. Sie haben ihn gerade begraben, sie haben die Erde auf ihn drauf geworfen, quasi das Grab zugemacht. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was? Er sagte, bittet für euren Bruder, macht Dua für euren Bruder. Zwei Sachen. Erstens, also Standhaftigkeit. Und das zweite, ich kann mich nicht erinnern, entweder Vergebung oder Barmherzigkeit. Ja? Ist auch sowieso nah voneinander, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und deswegen will ich mich auch nicht festlegen, auf welches Wort. Ja? Aber eins von diesen beiden. Entweder Barmherzigkeit oder Vergebung. Aber ganz, ganz wichtig, er sagt, bittet Allah, Azzawajal, fragt Allah, fleht Allah an für euren Bruder um Thabat, um Standhaftigkeit. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ. Er wird jetzt gerade befragt. Er wird jetzt gerade befragt. Ja, das heißt, wir haben hier, liebe Geschwister, eine absolut authentische Sache. Eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt an dem Augenblick nichts Wichtigeres für diesen Verstorbenen. Ja, dass man etwas Besseres machen kann für ihn. Es gibt nichts Besseres und Wichtigeres, als Bittgebete zu machen für ihn, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn standhaft macht. Warum? In dem Augenblick wird er gefragt. Von wem wird er gefragt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt im anderen Hadith, derjenige, der begraben wird, in dem Augenblick, wenn er begraben wird und die Erde zugemacht wird, kommen zu ihm zwei Engel, Munkir und Nakir. Ihre Namen? Munkir und Nakir. Diese zwei Engel, die setzen ihn hin. Wie setzen sie ihn hin, wenn er tot ist und er liegt? Und die, ist egal wie, die machen das. Alles, was nach dem Tod passiert, ist für uns unvorstellbar. Ja? Alles, was danach passiert, ist unvorstellbar. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns so überliefert in seiner Religion. Ja? Dann kommen zwei Engel, die zwei Engel setzen ihn hin. Und sie fragen ihn, was ist deine Religion? Erstmal, Entschuldigung, die fragen ihn, wer ist dein Schöpfer? Ja? Wer ist dein Herr? Man Rabbuk, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet, beziehungsweise wer ist der Mann, der zu euch entsandt wurde? Ja, diese drei Fragen, das sind die allerwichtigsten Fragen, die man dort bekommt und die wichtigsten Fragen für unser Jenseits. Ja, wer diese richtig beantwortet, inshallah, das, was danach kommt, wird inshallah einfach für ihn sein. Und derjenige, der sie falsch beantwortet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren davor. Also liebe Geschwister, wir haben hier authentische Hadithe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte was? Er sagte, macht für euren Bruder Dua für Al-Thabat, dass Allah ihn standhaft macht. Für diesen Augenblick jetzt, dass er das jetzt besteht, diese Fragen, ja, diesen Test, diesen großen, gewaltigen Test, den er jetzt gerade
lebt. Und noch dazu Rahma. Aber allgemein kann man für ihn sowieso machen, Dua machen, Bittgebete machen, Rahma und Maghfira. Rahma und Maghfira. Dua, Barmherzigkeit, oh Allah, vergebe ihm. Oh Allah, ja, sei mit ihm, sei barmherzig zu ihm, vergebe ihm. Bewahre ihn vor der Strafe des Grabes, schenke ihm das Paradies, oh Allah, ja, vergebe ihm, etc. Mach Dua so viel du willst. Ja? Also das ist eine Sache, die authentisch ist, die sicher ist, ja? Die richtig ist. Aber Koran zu rezitieren, liebe Geschwister, das gehört zu den Erneuerungen und das gehört nicht zur Religion. Und wenn ich euch das sage, es kann sein, dass der eine oder andere jetzt zum Beispiel googelt oder er geht zum Beispiel zu dem einen oder anderen Scheich und fragt, ja, zu dem einem oder anderen Scheich und fragt darüber nach und dann kriegt er vielleicht eine andere Antwort. Und er sagt, ja, es gibt Gelehrte hier und da von damals oder rechts oder links, die sagen, doch, man kann Koran lesen und man kann Surat Yasin lesen. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die das sagen. Ja, es gibt Gelehrte hier und da, die das sagen. Aber ganz ehrlich, liebe Geschwister, was habe ich gesagt? Der Prophet Muhammad Sassan sagte, Khairul Hadi, Hadi Muhammad Sassan, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad Sassan. Ja, ist die Rechtleitung von Muhammad Sassan. Der Prophet Muhammad Sassan hat das nicht gemacht. Die Sahaba haben das nicht gemacht. Können wir heute etwas machen? Eine Tat, eine gute Tat machen, die Allah liebt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba sind nicht auf die Idee gekommen. Wir sind ja nicht schlauer als die. Subhanallah. Und nicht möglich. Wallahi nicht möglich. Ja? Nicht möglich. Deswegen ganz ehrlich, es ist egal, was der eine oder andere Gelehrte sagt. Möge Allah diese Gelehrten belohnen und bewahren und beschützen und vergeben. Jeder Gelehrte und jeder Mensch, von ihm kann man annehmen, von ihm kann man, ja, jeder Mensch macht Fehler. Und auch Gelehrte machen Fehler. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, aber von der Religion her, dafür gibt es keinen Beweis. Und es gibt keine Basis dafür. Es gibt keinen Beweis und keine Basis dafür. Und deswegen, die Gelehrten sagen, das gehört zu den Sachen, die zu den Erneuerungen und das gehört nicht zu der Sunna des Propheten Muhammad sallam. Und deswegen, ganz ehrlich, ich sage euch, am besten fernhalten davon. Ja? Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn du es machst, es kann sein, dass du eine Sünde begehst. Also ich sage, es ist eine Sünde, weil es ist eine Erneuerung. Ja, und ich sage das nicht von mir, ich habe gar nichts, ich bin auch ein normaler Muslim, aber das ist das, was viele Gelehrte sagen. Ja, viele Gelehrte sagen. Und deswegen rate ich davon ab, dass man sowas macht. Viel lieber macht für ihn das, was für ihn nützlich ist. Wenn du jemanden hast, dein Vater, dein Onkel, deine Großmutter, dein Ehemann, jemand ist verstorben, mach doch für ihn das, deine Energie, deine Zeit, die du gibst, mach das doch das, für was 100% richtig ist. Mach für ihn Bittgebete. 100% richtig. Ja, und ist einer der größten Nutzen, die du ihm quasi überbringen kannst. Gib für ihn Sadaqa. Authentische Beweise dafür. Ja? Authentische Beweise dafür. Und das ist natürlich, wenn man sagt, dass der Prophet Muhammad hat das nicht gemacht. Und es ist eine Sache der Religion. Ja, Koran zu lesen an einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Stelle oder einem bestimmten Tag. Ja, bestimmte Taten zu machen an bestimmten Orten oder Zeiten. Muss eine Basis in der Religion haben. Ja, wenn du es einfach so, weil ich könnte jetzt auch sagen, okay, wenn wir jetzt beten, wir beten nicht mehr so, ja, oder so, oder wie auch immer, sondern wir beten jetzt so. Ja, wie, woher? Ja, ich bete doch. Willst du mir sagen, dass Beten haram ist? Willst du mir sagen, dass, so Leute, so kommen dir die Leute. Ich lese doch Koran. Ja, die sagt, ich lese Koran und sagst, ich mache Sünde? Ja, aber du liest gerade Koran. Zum Beispiel jetzt, ganz ehrlich, ja, viele Leute, wenn du sagst, ja, Koran lesen, zum Beispiel dann und dann, oder so, auf diese Art und Weise, zum Beispiel bestimmte Art und Weise, wie das zum Beispiel, sagen wir mal, in Marokko oder Algerien oder so gemacht wird, Nordafrika, nach dem Fajr-Gebet, nach dem Maghrib-Gebet, ein Hizb zu lesen. Alle zusammen in der Moschee. Ja? Nicht um zu lernen. Um zu lernen wäre was anderes. Eine Koranschule, das wäre was anderes. Nein, bei ihnen, hat mit Koranlernen nichts zu tun. Das ist einfach, sie wollen schon Koran lesen. Ja? Zu festen Zeiten, das ganze Jahr durch, immer Fajr, immer, und das alle zusammen laut. Nicht zum Lernen, wie gesagt. Ja? Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Wenn du ihnen sagst, hey, das ist aber eine Bid'ah, der Prophet Muhammad hat das nicht gemacht, Sahaba hat das nicht gemacht und so weiter und so fort, sagen die, hey, wir lesen doch Koran. Ja? Weil die Leute, die kommen dir dann mit ihrer Logik, hey, wir lesen doch Koran, du sagst Haram? Geht's dir noch gut? Ja? Aber ich sage euch als Gegenbeispiel, Koran lesen auf Toilette. Du bist gerade auf Toilette, du machst vielleicht gerade dein Geschäft. Darfst du da Koran lesen? Koran lesen ist doch schön. Ja? Ist doch beste, das sind die Worte Allahs. Ja? Deswegen man muss die Taten, wenn sie gebunden sind an Orte und Zeiten, und das ist ein religiöser Akt, ja? Fußball spielen,
Das hat mit der Religion nichts zu tun. Ja? Aber ein religiöser Akt zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten etc., das ist Religion. Das ist Gottesdienst. Und Gottesdienst muss so gemacht werden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es beigebracht hat. Und ich habe schon zuvor euch gesagt, wenn man über die Sekten redet, ja, was sind denn diese Sekten? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, 72 Gruppen von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 72 Gruppen sind im Höllenfeuer. Eine einzige ist ja, Al-Firqa Al-Najia, Al-Firqa Al-Mansura, ja, die errettete Gruppe, ja, die errettete Gruppe, wie sie genannt wird. Nur sie ist direkt im Paradies. Alle anderen gehen vorher, wenn Allah es so will und ihnen nicht vergibt, sie gehen erstmal für eine bestimmte Zeit in die Hölle. Für die Sünden und für die Fehler, die sie begangen haben, die Erneuerungen. Ja? So, was die Sahaba natürlich, die wollten direkt wissen, hey, 72, also das heißt, keine Ahnung, 96, 97% gehen alle in die Hölle. Subhanallah, erstmal in die Hölle, damit die ins Paradies gehen von den Muslimen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Authentischer Hadith. Was haben die Sahaba gesagt? Die wollten genau wissen, ey, ja Rasulullah, bitte, sag uns, wer ist diese eine errettete Gruppe? Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er sagte, Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Das, was ich heute praktiziere, ich und meine Gefährten. Ja, das heißt Religion, so wie Imam Malik und die großen Gelehrten der vier Rechtsschulen auch gesagt haben. Ja, das, was zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Religion war, das ist Religion für die Ewigkeit. Das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba nicht gemacht haben, das ist keine Religion, das ist nicht der Islam und es wird auch nicht sein. Du kannst nicht Religion danach eine Sache zur Religion machen, die nicht Religion ist. So, inshallah, ich bitte Allah, dass das inshallah vielleicht genug war. Jazakumullahu khairan zu diesem Punkt. Also, ich sage nur, inshallah, Koran rezitieren, es ist vielleicht verständlich, ja, dass die Leute das machen, weil sie gerade im Zustand der Demut sind, Hoffnung bei Allah haben, etc. Aber viel, viel besser wäre es für sie, für sich selber und für den Toten, dass sie, inshallah, der Sunna auch folgen, auch in diesen Momenten, besonders sogar in diesen Momenten, und dass sie dann das tun, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Und zwar, dass wir Dua machen, Bittgebete machen, Spenden für den Toten, ja, dass wir uns selber, die Angehörigen zum Beispiel, ja, die Kinder, die Enkelkinder etc., dass sie versuchen, bessere Muslime zu werden, ja, und gute Taten zu machen. Das kommt dem Toten zugute. Ja, dein Vater, dein Großvater, es kommt ihm zugute, wenn du rechtschaffen bist. Ja, dass du für ihn spendest, dass du für ihn Dua machst, das kommt ihm zugute. Wenn du Bid'a, Erneuerungen, Haram, Sünden folgst, natürlich, das entweder hat es nichts mit ihm zu tun, weil er euch richtig erzogen hat, oder wenn er euch so erzogen hat, dann wird er mitbestraft dafür. Ja, dafür, weil er euch so erzogen hat, dass ihr diese Sünden macht oder Probleme macht. Und deswegen möge Allah uns das richtige Verständnis geben. Kommen wir zum nächsten.